Jo, und was geht? Euer Karasu Tengu wieder hier back am Start mit einem Dragon Ball Video und diesmal geht es um die neue Form von Vegeta aus Folge 123. Jeder hat vermutlich die Folge 123 gesehen mit Vegeta seiner neuen Form. Man weiß aber noch nicht genau, was es denn überhaupt wirklich ist. Es wird ja als Limit Breaker betitelt oder in der Folge wird Limit Breaker benutzt, dieser Begriff. Der Daishin Khan sagt, dass er seine Hülle durchbrochen hat und sein volles Potenzial und dass er stärker ist als der normale Super Saiyan Blue. Wir wissen jetzt, dass es mehrere Arten des Ultra Instinct gibt, also so gehe ich davon aus. Es kann natürlich auch alles falsch sein. Aber wir sehen Son Goku ja nur mit dem Ultra Instinct in seiner Baseform. Also immer wenn er nur in seiner Baseform ist, hat er seine Hülle durchbrochen. Der Daishin Khan hat genau die gleichen Worte benutzt, wie auch bei Vegeta in Folge 123, dass Son Goku seine Hülle durchbrochen hat und deswegen diese Form jetzt hat und diese Ultra Instinct nennt. Jetzt ist natürlich die Frage, ist es bei Vegeta genauso? Ist es auch der Ultra Instinct, nur halt in seiner Super Saiyan Blue Form? Wenn wir davon ausgehen, dass der Ultra Instinct nur eine Technik ist, die jeder erlernen könnte, indem er seine Hülle durchbricht, dann wäre es durchaus möglich, dass es halt Vegeta in seiner Super Saiyan Blue Form ist, plus den Ultra Instinct als Technik und diese Form entsteht. Man sieht deutlich, dass die Augen anders sind als bei den normalen Super Saiyan Blue. Wir sehen auch, dass die Augen dem von Son Goku sehr ähnlich sind, weil Son Goku ist ja in seiner Baseform und er hat ja halt nicht blau, aber er hat halt diese gleichen Augen. Gleichzeitig sehen wir dann im Ending 11 von Super, dass Vegeta und Son Goku zusammen in dem Ending zu sehen sind. Beide haben circa die gleichen Augen, nur der eine ist blau, der andere ist halt in der Baseform im Ultra Instinct und beide werden im Endscreen gezeigt. Und ich glaube auch, dass es die Form ist, die wir jetzt in Folge 123 gesehen haben, weil die sehr nahe dran liegt. Die Augen sind gleich, die Farbe ist gleich. Es ist natürlich ein anderes Blau als der normale Super Saiyan Blue. Darum würde ich davon ausgehen, dass es schon eine Art, also dass es schon der Ultra Instinct ist, also Limit Breaker Ultra Instinct, aber halt in Vegeta seiner Blue Form. Weil ich denke, oder ich gehe davon aus, dass man diese Technik, den Ultra Instinct, wenn es eine Technik nun wirklich ist, da ist man sicher noch skeptisch drüber, aber wenn es eine Technik ist, kann man sie jedes Mal anwenden, egal in welcher Form man ist. Ne? Bei Son Goku sehen wir ja nur, dass er immer in seiner Baseform ist, wenn er seine Hülle durchbricht, was den Ultra Instinct denn ergibt. Und Vegeta hat ja dieses Problem nicht gehabt. Er war ja in seiner Blue Form und hat dann sein Potenzial durchbrochen zum Ultra Instinct. Jetzt wirkt sich wahrscheinlich die Technik immer anders aus auf den Anwender. Wir wissen jetzt aber noch nicht, ob Vegeta jetzt irgendwie einen Vorteil durch diese Technik hat. Wir sehen ihn ja nur zusammen mit Son Goku agieren gegen Jiren ganz kurz. Weiteres werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge sehen, 124. Obwohl die ja mehr Freezer und Gohan und Dispo im Auge hat als Vegeta und Son Goku. Vielleicht werden sie kurz mal gezeigt, aber das ist alles nur reine Spekulation. Wir wissen aber, dass in Folge 126 Vegeta seine große Stunde nochmal kommt. Und der Titel sagt ja, ein Gott übertreffen, Vegeta riskante Attacke oder lebensriskante Attacke, so rum war es. Und ja, da werden wir Vegeta nochmal sehen. Ich bin gespannt über diese Form. Also ich würde schon sagen, meiner Meinung nach, also es muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er mit dieser Form umgeht. Aber ich denke mal anhand der Aussagen vom Daishin Khan, dass er seine Hülle durchbrochen hat, denn die Aussagen von den anderen, dass es die Limit Breaker ist, also sein Limit Breaker, sein Durchbruch durch die Hülle ist ja nichts anderes als Limit Breaker. Und das gleiche war bei Son Goku genauso. Da hat man auch gesagt, Hülle durchbrochen, Limit Breaker erreicht und. Also ich gehe schon davon aus, dass Vegeta seine Hülle durchbrochen hat und somit seinen Ultra Instinct entdeckt hat, nur halt in der Blue Form. Versteht ihr, was ich meine? Also nur in der Blue Form. Und bei Son Goku haben wir es halt nur zweimal gesehen, aus seiner Baseform heraus. Also er war ja in seiner Baseform bei Kefla und bei Jiren und hat dann seine Hülle durchbrochen, um den Ultra Instinct zu erwecken in ihm. Und wenn es eine Technik ist, würde es schon Sinn ergeben, dass die halt jedes Mal anwendbar ist, egal in welcher Form man gerade ist. Also es wäre auch durchaus möglich, wenn Son Goku in seiner Super Saiyan Form ist, dass er seine Hülle durchbrechen kann und dadurch den Ultra Instinct wieder erweckt, aber er sich denn anders auswirkt oder anders aussieht, als wie wir ihn bisher gesehen haben. Weil diese beiden Unterschiede sind deutlich zu erkennen und
wie gesagt, wir haben die Aussage des Daishinkan, dass er seine Hülle durchbrochen hat und das andere hat Son Goku auch gemacht. Bei ihm war es genau das gleiche, er hat auch seine Hülle durchbrochen und hat dann gekämpft. Also sehr krass, was in Folge 123 abgeht. Aber das waren so meine Gedankengänge, ob es wirklich seine Ultraform ist oder einfach nur eine Overpower Super Saiyan Blue Form. Also wie ich es auch sagte, Super Vegeta oder Ultra Blue und was es da nicht alles so gibt. Es könnte natürlich auch so sein, dass es wirklich nur eine Overpower ist und er noch nicht sein Ultra-Instinkt entdeckt hat. Aber wir wissen ja, dass Vegeta und Son Goku nicht lange voneinander getrennt waren in Super. Jeder hat immer nachgezogen und ja, ich würde es einfach Vegeta auch wünschen, dass er endlich mal mit am Start ist, mit auf Platz Nummer 1. Das war's aber erstmal von mir. Ihr könnt ja gerne unten in den Kommentaren schreiben, was ihr darüber denkt. Wie geht ihr mit dieser Form um? Wie nennt ihr diese Form? Ist es nun der Ultra-Instinkt als Technik, die auf Vegeta angewendet ist oder die er angewendet hat, indem er seine Hülle durchbrochen hat? Nur halt im Blue-Status. Und Son Goku kann dieses auch, nur halt in seiner Base-Form, von seiner Base-Form aus. Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren schreiben. Würde mich sehr interessieren. Können wir ja drüber quatschen noch. Ja, das war's aber erstmal von mir mit diesem Video. Ich bin erstmal raus und ciao.